Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit! Und ihr nehmt den Kampf einfach an. Verprügeln ohne zu töten. Okay. Okay. Eigentlich einer. Gleich haben wir ihn! Ein Bein! Komm schon. Geh K.O. Lass mich los! Gib mich sofort! Normalerweise weiß ich nicht, wie stark die Diebe gerade sind. Also rechnen wir nicht damit, dass wir genügend anderen Trupp haben. Gut, getötet haben wir nicht. Wir haben ihn vielleicht nur reingebrochen, aber... Lass dich doch mal treten oder irgendwas. Hände weg! Jetzt häng nicht so blöd an der Links rum. Na komm. Oh, hier ist ein Schatz. Können wir wieder was mitnehmen? Na, ich muss die Diebe mal ein bisschen was entlassen. Die hockt da oben auf dem Dings und da. Auch sehr geil. Wie so vier Hände. Lass mich los. Na komm. Kipp halt mal um. Geht doch. Was? Du sollst den Typen da greifen. Geht doch. Och, ich heb mal den Toten hier auf. Ist ja ganz gut so. So. Schauen wir mal, was haben wir denn da noch? Wir haben da unten noch unsere Diebe generell, weil wir haben zumindest keine weiteren offenen Aufträge. Das ist schon mal das, was ich haben möchte. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, was die ganzen Aufträge machen. Ah, das ist ein kurzes Angebot. Alles klar, die werden dann so entsprechend angedingst. Dann gehen wir mal zum Erinnerungsanfang und werden mal schauen, was da los ist. Was ist hier noch?
Ist da oben eine Flamme oder? Da oben ist eine Flamme. Hoch, okay. Und wieder ein Fleckchen. Autsch. Ja, sag ich doch. Wieder irgendwas. Vermute mal auf diesem Schiff. Auf der anderen Seite können wir hier hochklettern. Das könnte natürlich auch was bedeuten. Ich meine, ich weiß ja, dass wir zusätzliche Kapitel und sowas freischalten können, wenn wir andere Flaggen finden, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache ja keine 100% Sachen, außer es wird gerade durch Zufall passen. Ihr kennt das ja von meinem anderen Assassin's Creed. Von meinen anderen beiden Assassin's Creed Let's Plays, dieses ganzen Flaggensammeln, da ist man Jahrhunderte dran. Die einfachen und die spontanen werden wir offensichtlich machen, aber nee. Ich will jetzt nicht mit einer Karte hingehen und schauen, wo die ganzen Flaggen sind. Das könnt ihr gerne bei euch im Spiel machen. Ich bin da jetzt nicht so versessen drauf. Okay, wir haben eine spannende Musik. Ich weiß nämlich warum und wieso. Jetzt hat sie aufgehört. Warum und wieso? Keine Ahnung. Es wird wohl schon irgendeinen Grund dafür haben. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Das da. Tschüss. Ich muss in die Richtung. Dann erinnern wir uns mal. Machiavelli, wir müssen reden. Ja, ich bekam etwas sehr Wertvolles von einem meiner Spitze. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Tugend? Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt. Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marios Tod büßen. Habt keine Angst.
Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Schön, schön. Dann wissen wir ja schon, was Sache ist. Sie werden sterben. Hey, du bist neu. Ser Ezio, ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes senden, den ihr euch wünscht. Vielleicht habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Der hat uns nichts Neues erzählt. Wirklich nicht. Ah, Sequenz bereit beendet. Wir kommen mal wieder in den Animus raus und überhaupt. Und wir haben halt noch eine andere Sequenz. Nice. Oder wäre jetzt die Mission gewesen, Rom möglichst gut zu renovieren? Achtung der besten Güte, hier zu eurer Begutachtung, gute Leute. Auch die hier unten ist der Geldwechsler, den wollen wir mal nutzen. Ja, in der Bank auch. Santa Annas, der hat Eier aus Messing. Eier aus Messing? Was zum? Ich will nicht sterben. Nein, du wirst auch nicht sterben. Also, jetzt zumindest nicht. Irgendwann garantiert, aber jetzt nicht. Der hat nämlich wieder Kohle für uns. Geld abheben, 21.000. Investitionen, komm. Wenn wir schon hier sind, investieren wir direkt. Warum haltet ihr nicht an und schaut, was ich... Geschäftsaufträge. Den können wir machen. Nice. Wir haben das Offiziersschwert bekommen. Und damit wohl offensichtlich das beste Schwert, was wir derzeit kriegen können. Rüstung? Oh, römische Armschützer. Erfordert die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Ach, so ein Mist. Bitte kommt wieder! Wo kriegen wir jetzt Leonardo her? Ich gehe jetzt erstmal zu dem Schneider da drüben. Ihr seid für wahr ein leuchtendes Beispiel für Irrsinn. Ja, so bin ich halt. Nicht jeder kann so irre sein wie ich. Wir klappern jetzt mal die anderen beiden Geschäfte ab und schauen, ob wir die Aufträge vielleicht auch zu deren Zufriedenheit erledigt haben. Das wäre natürlich und super. Weil ich ein bisschen Papst so bin. Oh, du bist ein bisschen Bart hochgelaufen. Nein, da fehlt uns noch was. Aber wir können noch eine Vatikano-Schatzkarte kaufen. Geschäftsauftrag bei ihm, die Gegenstand. Ach, so scheiße. Ein anderes Mal, der Bastard. Was hast du uns anzubieten? Geschäftsaufträge? Leider noch nicht. Ich will den Kram nicht nochmal verfärben. Aber hier will ich nochmal ganz kurz hin und Gemälde gucken. Die Mondkreuzigung, die haben wir nämlich noch nicht. Die kaufen wir. Ein Selbstporträt. Ich glaube, den. Für den Rest haben wir jetzt entweder nicht genügend Geld oder ist es bereits im Besitz. 36.000. Va bene, Signore. Bitte beehrt mich wieder. So, gucken wir nochmal weiter. Da oben haben wir einen Erinnerungsanfang. Da unten war es das soweit. Da hinten sind noch ein paar Flaggen, die uns jetzt angezeigt werden. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch fix die Flaggen.
Station auf. Da müssen wir alle ein bisschen Wasser drüber, glaube ich. Und wenn wir die Dinge soweit fertig haben, die beiden Flaggen, machen wir die noch. Wie gesagt, wenn wir Flaggen finden, ich wiederhole mich gern, dann nehmen wir sie mit. Ansonsten lassen wir es sein. Jetzt müssen wir hier offensichtlich einmal durch den Busch. Das funktioniert aber nicht so, wie wir wollen. Das ist da. Ist da gerade ein Stück Busch lang geflogen? Na, ich frag lieber nicht. Ich vermute mal, die Doppelklinge von Leonardo bekommen wir dann einfach nach und nach. Es ist wahrscheinlich eine Story-Mission, wo wir es bekommen. Ach, Menno, ständig springe ich daneben. Runter das Drop! Den hab. Ihm ist schlecht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, jetzt ist er drin. Ah, hier waren wir schon mal. Nerven. Ja, ansonsten würde ich auch nicht wie ein Irrer über die Dächer laufen und ständig runterfallen. Nein, dafür braucht man Nerven. Nerven aus Stahl. Mit Eier aus Messing. Jetzt ist es richtig. Zum Glück jetzt diese unbeweglichen Seile, die hier immer wieder hängen. Die aus irgendeinem Grund da sind, ich weiß nicht wofür. Okay, das Wunder wird also gefeiert und untersucht. Wahrscheinlich wird es nach 3 Krügen Wein pro Person für wahr erklärt. Ja, ist es, ist auch hier. Aber danke der Nachfrage. Zu Ehren von San Vincenzo di Vernazzano, die die Gebeine von San Duarte vor sich herträgt, wird gesegnet durch die Hervorholung weiterer Reliquien und San Ursulas linkem Arm. Einzelheiten an der Kirchentür. Und Hervorholung des linken Arms. Ja. An die Mitglieder der Architektengilde. Der Architetto Maestro Jan Kempken von Delft geht nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken und Deichen. Oh, das nenne ich waghalsig. Ich würde es eher dumm nennen. Also, wie live. Dann gehen wir doch mal darüber. Kommt, meine Freunde, ich habe frischen. Er bringt sich noch um. Ich höre sie doch, ich höre sie doch. So, dann mal darüber zum Dottore. Wenn wir hier gerade schon eine Linie und Rosmarinpackungen gegen eure Hühner. Frisch gefangene Komisch, jedes Mal, wenn wir zu dem Dottore laufen, gibt's auf einmal frisch gefangene Igel. Na ja, viel besser, ihr werdet sehen. So.
Nein, verpiss dich. Edelmänner, hebt den Humpen auf den. Er hat sie doch nicht alle beisammen, oder? Ja, und jetzt geht er nicht. Ein Pellegrino, der Ärger macht? Da hinten ist dann auch ein Balkon, das ist gut. Da will ich den gerne mal hin. Ich würde jetzt hier abgeben. 30.000, wir brauchen noch 38.000, dieses blöde Monument hier zu kaufen. Das ist natürlich doof. Weil wir brauchen noch das Pantheon. Waren es 38 oder waren es 48? Ich weiß es nicht mehr. Schauen wir mal unseren Borgia-Einfluss an. Okay, jetzt. Das ist jetzt automatisch. Effektiv haben wir da noch ein paar Gebiete, die wir kennen, aber nur noch das da könnten wir theoretisch befreien. Aber gut, ich habe euch versprochen, wir machen die Erinnerung, also werden wir jetzt auch die Erinnerung machen. Wie unfair. Wir müssen da aufgehen. Und das am besten lebend. Bei der Gelegenheit, wenn wir zufälligerweise noch einen Schmied finden, der kann uns nochmal ein paar Sachen geben. Mehrere Priester erlitten deshalb schon peinliche körperliche Regungen in der Öffentlichkeit. Tja, peinliche körperliche Regungen. Parkour ist halt immer noch die schnellste Variante, um nicht gehen zu können. Da ist doch eine Flagge. Sorry. Wir müssen halt erst einmal, noch einmal ganz kurz Flaggen sammeln. Ja, ein richtiger Turner. Abgesehen davon ist dieses komische Geräusch auch weg. Wenn wir das nächste Mal vorbeikommen. Entrichtet allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden seine wärmsten und herzlichsten. Oh, es kann Wickel einlegen und die Laune heben. Da ist wahrscheinlich Alkohol drin. Das klassische Mittel gegen Depression, Alkohol. Für den Transport schwerer Waren, wenn möglich, nur die Hauptstraßen zu benutzen. In letzter Zeit haben häufig Ochsenkarren die kleineren Gassen verstopft und zu erheblichen Beeinträchtigungen der Anzüge. Da drüben ist ein Schmied. Ich muss kurz den Abstecher machen. Der Synchronisationspunkt wäre sonst vergebens kaputt. Wofür haben wir den sonst bekommen? Hey, wir sind doch nicht bei den Barbaren. Doch, wir sind bei den Barbaren. Die Türken stehen vor Montenegro oder haben es eingenommen oder was auch immer. Nichts gegen Türken. Aber früher hat man so gedacht. Einmal durchreparieren, bitte. Kann ich hier investieren? Jo. Was gibt es eigentlich? Wir haben schon 800... Wir brauchen eine gewisse Menge und bekommen dann was raus, würde ich behaupten. Ja. Das heißt, noch 600 irgendwas und dann kriegen wir ein Ember. In Amber, Entschuldigung, nochmal 2.500 für Muskat und nochmal 7.500 für indische Diamanten. Ich habe gerne geholfen. So verstehe ich das jetzt also. Alles klar. Je nachdem, was wir für die Geschäftsaufträge brauchen, können wir dann natürlich auch entsprechende Dinge investieren. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht.
In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren, entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck. Jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen. Die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte.